Flasche. So, Rex. Was ist er denn? Heavy Armor Guard 8. Der andere hatte 300 Schilder auf jeden Fall. Ich glaube, das war schlechter. Komm, schießen. So, wir wollten hier gucken. Ja, komm, Krieg stehen. Wenn wir nahe kommen, zu uns. So. Ja, guck dir mal an. Was ist hier für ein Rotzkack? Nee, das wollen wir mit Tali gucken. Aber. Achso, ja. Kann er jetzt nachfolgen? Dann scheiße. Bad getauscht, das ist alles. Star. Tali. Event. Alter, das ist eine 9er, das ist eine 8er und die. Bockt halt schon. Können Sie ihn jetzt nutzen? Das ist doch. Ja. Ist egal, schon ist dabei. Gut. Vielleicht kann man gerade wieder alles verkaufen. Wobei. Wo man vielleicht mal ein Auge drauf haben sollte, ist. Shredder Rounds haben wir dann. Was höheres. Snoop 1. Tell me more. Blast Radius, Heat Generation, Weapons Force, Damage. Designed to detonate on impact, high explosive rounds have one major drawback, a massive increase in weapon overheating. Boah. Das ist dann halt so eine Fire and Forget Sache, aber die packen wir mal in die Shotgun rein, weil dann macht sie einfach nur noch Puff. So, was haben wir denn hier? Kinetic Coil plus 5 Damage plus 20 Weapon Stability. Accuracy ist mir egal. Okay, dann bleibt das drin. Kinetic Stabilizer. Der hat den aber noch drauf, dann macht es noch mehr Schaden. So. Tungsten Rounds. 7. Ja, das sind Snowblind Rounds. So, was können wir hier? Da hat er Rail. Ja, und Combat Scanner 7. Jetzt bleibt ich. Hier irgendwas machen. Oh, oh. Predator M8. Ey, das ist doch. Das ist doch an Bord. So. Aber dann war bei den. Wenn es nicht so viel dabei. Max. So, Rifle, da hat er den Combat Scanner 6. Da machen wir den. Rein. Und hier haben wir den Kinetic Stabilizer. Hier, Combat Optics 8. War das denn hier? Okay. Also, das ist wieder hier. Top. Shotguns. Kinetic Stabilizer. 6er Version.
Rail Extension ist vergleichbar. Ist ja schon 7. Rail Extension. Ah, hat sie zwar. Gibt's für dich auch noch. So, aber für uns gibt's. Combat Scanner und hier gibt es die Optics. So wird ein Schub raus. Und dann können wir alles hier dem jungen Onkelchen wieder verkaufen. Looking for supplies? Yes. Let's see what you've got. You bet, Commander. Sell und raus die Scheiße. So, dann quatschen wir noch mit der Tali über die Gaff und dann geht's weiter. Shepard, I need to talk to you. It's important. What is something wrong? You know the data you took from those Geth control nodes? The information you uploaded to Alliance Control? I want a copy of it. Boom! Ah, stimmt. Klar, weil ich für den Kami das installiert hatte, kommt jetzt der Bot aus seinem Versteck. You want to bring this data back to the migrant fleet? Those files have information that could be vital to our efforts to understand the Geth. It could be the key to helping us reclaim our homeworld. Ah, da. Oh, da können wir. Oh, ah, das ist eine Idee. Können wir gleich mal abchecken. Treffi, bist du gerade irgendwie ansprechbar? If I give you this data, your pilgrimage is over. You'll go back to your own people. Not right away. I'll stay with you as long as it takes to stop Seren. But my people need this. It'll take years to decipher and analyze the data. Maybe even decades, but it's worth the time. This information will give us new insight into how the Geth have changed and evolved over the past centuries. Oder Tetra, bist du noch am Start? Ist irgendeiner auf Mixer gerade nicht im harten Lurk-Mode unterwegs? Go ahead, make a copy. My people, I owe you a great debt, one I can never repay. Kann schon mal gucken, ob auf Mixer die Clip-Funktion schon freigeschaltet ist. Seren and his Geth armies are defeated. I'll be counting on you, Tally. Thank you, Shepard. Ja, Paragon-Punkte braucht doch niemand. Na egal. Character Progression. Fire and Forget. Sonst muss ich gleich mal spickern. Ob das schon geht. Genau, wir wollen einfach nur hier nach oben. Und auf die nächste Sternenkarte gucken. So. Damit ist der Cluster durch. Dann können wir ja direkt nach hier. Ah, das ist doch mal angenehm. Hier gibt es nämlich nur ein System. So muss es sein, meine Freunde. Ja, nicer Scheiß.
So, dann kannst du jetzt immer, wenn ich irgendwas total Dummes mache oder was total Gutes, klippen. Okay, auf dem Mond kann man landen. Das merken wir uns. Genau, für alle anderen gilt nach wie vor Ausrufezeichen Clips. Ja, wolltest du chillen, ne? Und auf einmal kannst du gar nicht chillen. Ja, ist ja frech. Der ist halt am Arbeitstag. Einfach Arbeit. While scanning the planet Terrapto, you discovered a tiny moon with some odd readings. Further scans by Chief Engineer Adams revealed a destroyed escape pod. Your salvage team recovered the components and found a leak of one medallion. So, gibt's hier noch einen Planeten? Nope. Dann gucken wir doch mal, was der Mond zu bieten hat. Da geht auch wieder voll die Panik in dem einen Chat. So. Und los. Oh, da ist wieder viel zu tun. Ah, würde ich sagen, fahren wir so rum. Survey Uranium Deposit? Waren wir da schon? Das würde mich jetzt aber wundern. Ich kann mich nämlich nicht an diesen Planeten erinnern. Der ein Mond ist. Guck die Zeit, wo es sein. Mond. Irgendwas stimmt da doch nicht. Nochmal. Hoch die Wand. Hoch die Wand. Doch. Da waren wir doch schon. Oder? War das nicht da, wo der Typ uns umbringen wollte? Mit der Atombombe? War da nicht was? Doch, guck mal, wir haben auch schon alles abgegrast. Wann waren wir denn hier? Biotic Compound in Chris. Komisch. Ja, aber dann waren wir hier tatsächlich schon. Komisch. Ich kann mich nicht erinnern, auf diesem Mond oder in diesem Cluster gewesen zu sein. Ganz merkwürdig. Ganz komisch. Okay. Ah doch. Es war doch mit diesem Biotic Enclave. Da sind wir, glaube ich, da haben wir mal ein Ding hingemacht, so ein Abstecherle, um das Ding mitzunehmen. Ja, krass, dann haben wir nur noch Wurmeier hier in dem Sentry Omega Cluster. Dann können wir ja im Argus Row. Argus Row. Ich glaube im Hydra Cluster. Das ziehen. War es in Argus Rope? Okay. Super.
von irgendwo da ist ja das Supply Ship angekommen. Unidentified Space Facility. Das klingt doch nach genau dem. The space station appears to have been assembled from used off-the-shelf ship modules of Earth's origins. There are obvious hallmarks and it's not broadcasting a ID signal. Okay, mal vorne drauf. Da gehen wir doch mal drauf. Na, da geht. Ah, da geht's ja schon los. Da geht's ja schon los. Ist bestimmt mit den Rackmai infestet. So. Nehmen wir doch mal die neue Pumpgun aus. Ah ja, natürlich. So kacke ums Eck. Okay, das sind so kleine Viecher. Ja, ist halt einfach wirklich One-Shot-Überhitzung. Zack. Greifen das Ding. Das Ding. Schnucks. Zwischen. Ach ja, stimmt. Solange Gegner auf der Map sind, kannst du ja zwischen. Wer das auch schwitzt. Think we're good, Commander. Und schon geht der Quicksave wieder. War also loot. Falsch gedacht. No can do. So. Was hier noch abgeht. Ja, da haben wir hier wieder die drei Türen. Dann gehen wir nach diesem von rechts. Dabei. Komm, check. So. Okay. Was hier geht. Nichts. So, was haben wir denn hier?
personal data recorder for Major Elena Flores. Play the first entry. Sigma 23 is almost fully operational. The barracks and storage lockers are complete, and we've begun stocking the munitions. It's highly unlikely the Alliance will patrol in the nebula. I expect our only risk will be from pirates, and who'll believe them? Looks like we'll have space for two reinforced platoons of Cerberus commandos. Cerberus? Is that a corporation? Play the second entry. The package arrived today for field testing. I'm told they're fundamentally similar to the units being developed on Novaria. Oh, no. They promise this batch will be stable. Something about them developing in proximity to the master control unit. We detected some pirates setting up an anchorage in a neighboring system. I think we'll try deploying them there first. Die. Play the last entry. They've escaped containment. Clever bastards. We treated them like animals. We should have treated them like POWs. They're spreading. Boarding the supply ships and sending them to random destinations. They'll be all over the cluster in a week. General, if you recover this message, my advice is, screw the Rachni. They're too smart. Use one of the other projects. Flores, signing off. For the final time. This is a familiar story. A failed experiment with the Rachni. Nice to see humans are consistently stupid. Oh, ja. Danke, Rex. Gut zusammengefasst. Let's go. The escaped Rachni definitely came from this station, though the motives behind the Cerberus group are vague. To prevent further contamination, arm the station's scuttle charges and evacuate to the Normandy. Ah, fuck. So, jetzt aber hurtig, Kinders. Halt, Loot. Shit. Uiuiui. Auf Druck kann ich doch nicht. So. Es ist jetzt raus. Achso. Ja, dann fliegen wir jetzt erstmal zur Citadel. Kicken, was da so geht. Ja. Schließen wir mal ein paar Nebenquests ab.